Jetzt, jetzt Luft, bitte Luft. Warme Sonne, warme Sonne. Ja. Grüß euch, servus miteinander. Ja, grüß euch ihr Lieben, sind wir wieder da? Sind wir wieder beieinander. Genau. Wieder aus Zwiesel, aus dem Wald. Genau. Ich darf wieder die Elke bei mir daheim begrüßen. Ja. Und wir haben gesagt, wir machen mal spontan wieder ein Video. Weil ihr wart ja alle schon sehnsüchtig drauf, stimmt's? Ja, ich bin ja eh in Verzug, deswegen. Genau, dann machen wir das jetzt einfach. Wir wissen gar nicht so richtig, wie immer halt, was wir sagen wollen, aber wir haben wollige Sachen dabei und Ideen für die Zukunft. Ja. Und das wollen wir euch jetzt einfach erzählen. Genau. Und die ist also warm wie mir? Ja, herin nicht. Draußen war es mir wärmer. Aber herin im Haus ist eigentlich ganz kühl. Ja, ich habe gerade... Trotzdem, ein Lüfterli ist immer gut. Ich habe gerade meinen eigenen Sommer. Also, das langt nein, ja den habe ich nicht. Es langt ja nicht, dass es draußen warm ist. Es muss mir ja auch innerlich immer noch warm sein. Von innen raus, ja. Aber nein, passt schon. Kriegen wir schon hin. Ja. Was hast du denn dabei? Erst einmal was Fertiges, gell? Haben wir gesagt. Fertiges. Was Fertiges. Habe ich die eigentlich im letzten Video schon gezeigt? Oder war eine fertig? Das war meine Teilnahme am #StricktStinoskarl 2023. Eine Socke mit so einer Fersenlasche. Da hast du irgendwie eine gute Anleitung, gell? Weil ich habe irgendwie eine Anleitung gehabt, die habe ich noch nicht so verinnerlicht. Und die hat mich noch nicht so ganz überzeugt. Aber du hast irgendeine. Ich habe irgendeine von Regia. Ah, ach so. So eine PDF-Anleitung gehabt. Genau, und oben einfach drei rechts, eins links, dass es ein bisschen zusammenzieht. Bumerang-Ferse. Aber ich möchte nur irgendwie eine Anleitung für diesen Fersensteg, die so nach dem zweiten Mal stricken automatisch im Kopf drin ist. Irgendwie auf Insta gibt es jemanden, der... Ja, die Jurobe. Jurobe. Ich verlinke die sowieso wieder. Okay. Die habe ich schon öfter verlinkt. Die neuen Ducati-Socken sind auch mit der Jurobe-Fersenlasche. Ah, okay, dann muss ich die mal ausprobieren. Genau, das ist meine Teilnahme am #StrickTinoskarl 2023, initiiert von der Melanie Freiweib mit EY Freiweib und 161 Maschen auf Insta, die Nina. Da könnt ihr nachschauen. Genau, und vielleicht habt ihr ja nur Lust. Ist 2023 ist ja erst halbwegs vorbei. Geht ihr das ganze Jahr? Glaub schon. Um die kein Ende? Oder müsst jetzt nicht. Egal, macht's einfach mit. Solange er läuft, kann man ja mitmachen. Stinos kann man immer stricken. Eben, genau. Da gibt es bestimmt auch schöne Stinos. Also, das hat sich jetzt wieder dann gehört. Danke. Es waren die nicht schön. Entschuldigung. Da gibt es bestimmt auch, ja, schaut es euch an, es gibt auch schöne. Was ich damit sagen wollte, ist, dass Stinos auch schön sein können. Man muss nicht immer Muster reinstricken. Stimmt. Wisst ihr überhaupt, was Stinos heißt? Weißt du das, was Stinos ich heißt? Ich weiß, was das heißt. Ich weiß auch, was das heißt. Soll man es verraten? Ja, verrat's. Stinknormale Socken. Aber ich habe, ich weiß noch gar nicht, wie lange ich das jetzt weiß. Aber ich habe es einmal eine Zeit lang noch nicht gewusst. Ich habe gedacht, was reden Sie mal alle von Stinos? Dann stinknormale Socken. Stinos ist halt ein besonderes Muster. Ja, eben stinknormale Socken. Und das ist das Garn dazu. Das ist Footprints von Woolerdix, von der Firma Langjans. Ist ein Kiesas, Maria, wir haben ja zwei Kameras. Genau, machen wir so, dann ist es jetzt in beiden drin. Weil wir haben da eine Kamera und wir haben da eine Kamera. Genau, so, dass wir beide bedienen. Mhm. Stimmt, sonst schaue ich immer nur da daneben vorbei. Ja. Jetzt schaue ich da dazwischendurch, dann schauen wir kaum in die Augen. Gar nicht so einfach. Na. Genau, weil wir machen ja wieder zwei Teile vom Video. Ein Teil auf meinem Kanal und einen Teil auf der Elke im Kanal. Genau. Genau. Das ist die Footprints Sommersockengarn mit überwiegend Baumwolle. Oh, schön. Den Rest weiß ich jetzt nicht von der Zusammensetzung, was noch drin ist, weil ich die Banderole nicht dabei habe. Aber macht nichts. Ich verlinke es euch unten. Das genau. Bestimmt, schöne Farbe, gell? Hast du da eine Revelerie? Machst du für Socken auch einzelne Projekte aus Revelerie? Schon. Ja. Also ich mache für Socken keine einzelnen. Nicht? Ich habe dann vier Fiers. Also vier Fiers, also für die Füße. Naja.
da kommt dann alles das Jahr dazu und da tue ich die Socken dann rein. Ah, das ist auch keine schlechte Idee. Weil, was das ist, ich stricke ja meistens nur stinknormale Socken. Stinos. Und da ist ja immer nichts Unterschiedliches. Also wenn das jetzt ein großes Muster war oder was. Ah, okay. Aber auf Insta habe ich es ja auch reingeschrieben und da schreibe ich eigentlich auch die Wolle dazu. Da kann man ja sich ein bisschen bemühen und selber nachgoogeln, ja, wenn man es wissen will. Man kann es ja googeln. Genau, da in Ravelry eben. Über Yarns, wenn man da sucht nach der Garnqualität, dann kann man es in Yarns eingeben, das entsprechende Garn, und dann kriegt man die ganzen Informationen. Mhm. Ja. Genau. Mache ich selten, aber die Möglichkeit, Ravelry ist ja unergründlich. Ja. Jetzt darfst du mir sagen, was du Fertiges dabei hast. Ich habe ein einziges fertiges Projekt. Und was ist das? Schöne, vielleicht schöne Stinos. Es gibt auch schöne Stinos. Das bleibt mal jetzt. Das war ein guter Titel. Es gibt auch schöne Stinos. Ja, also, was habe ich dabei? Schöne Stinos. Stinos mit der Persennasche nach der Jurobe. Schon nach Jurobe, aber frei nach Jurobe. Ah. Also ich mache quasi das Ganze nochmal ein bisschen anders. Mhm. Aber okay. Die Grundanleitung habe ich mir von ihr. Mhm. Also die ist ja auf Insta frei erhältlich. Okay. Und habe mir das dann für mich selber angepasst. Gut. Deswegen so wird. Das ist schon praktisch, gell? So Fersenlasche. Ja. Weil ich habe auch welche, ich habe Stinos und die zieht es mir an einem Fuß immer in Schuhe rein. Also jetzt die nicht, aber eine andere, so ganz normale Sneakersocken. Da habe ich halt, oder hier habe ich irgendeinen Schuh, der halt die Socke gern da rein zieht. Das ist mir jetzt neu passiert. Ich habe ja unterschiedliche. Okay. Also Bündchen. Ja. Weil ich mag sie nicht so gern. Die ist zwar praktisch und hält gut im Schuh, aber ich mag sie nicht so gern stricken. Aha. Weil ich mag den professorischen Anschlag nicht. Hast du einen professorischen Anschlag gemacht? Wie hast du die angefangen? Na, ganz normal angeschlagen und dann habe ich halt diese Anschlagskante aufgenommen. Auf eine dünne Nadel, eine Zweier Nadel eingefädelt und ist dann in der entsprechenden Runde, wo man es machen muss, zusammengestrickt. Mhm, aber ich habe keinen provisorischen Anschlag gemacht. Weil ich voll dehnbar. Mal schauen. Weil ich habe Angst, dass die Anschlagkante das schon auch. Nee. Fest ist. Ikon ist. Dafür habe ich schöne Socken. Ja. Genau. Nein, das hat schon gut hingehauen. Das ist gut hingehauen. Ja, professorischer Anschlag. Genau. Was mich halt bei der Socke da stört, ist halt hier an dem Knick, dass da halt so eine große Masche da entstanden ist. Darum habe ich mir gedacht, ich möchte noch eine andere Anleitung finden, wo dieser Winkel ist da und hier. Also ehrlich gesagt, habe ich das auch. Was jetzt halt, da muss ich auch noch, Jesus, wir haben ja zwei. Das ist. Das habe ich auch hier, so diesen Knick. Ja, es ergibt sich halt wahrscheinlich durch diese Wänden. Das hat das mit den verkürzten Reihen an sich. Mei, aber das sind Luxusprobleme, gell? Das ist ein Socken. Genau. Zieht man in die Schuhe. Und ich habe den ja gestrickt im Zuge meiner jeden Tag 4-Runden-Challenge. Glaube ich, so hieß das, was ich mir da auferlegt hatte. Und der war schon fertig beim letzten Video und habe dann hier weiter gestrickt. Also da, soweit war der Socken. Da auch noch ein bisschen herzogen. Genau. Moment. Warte mal, drehen wir die Kamera weiter rüber. Dass wir alle zwei drin sind. So. Also, das letzte Mal, der war schon fertig und der war hier. Also gleich, glaube ich, zwei Runden nach dem Zusammenstricken. Ja, zwei Fersenwand. Fersenwand hatte ich angefangen, so heißt es. Gestrickt wie immer, Käppchenferse, Schleudersternspitze. Schleuderstern? Ja. Schleudert der Stern. Was habe ich für eine gemacht? Nee, ich habe eine Stern ohne Schleuder. Eine Stern ohne Schleuder. Sternspitze. Wo ist da der Unterschied? Bei dir schleudert es. Du hast da so eine betonte Naht. Das geht bei dir so. Also da geht es rüber und da geht es rüber. Okay. Damit ihr mitreden könnt. Also, mhm. Wir haben hier linke Maschen, die das ein bisschen betonen, hier rüber.
und hier ist die Abnahme. So, und jetzt bei mir nochmal. Mhm. Hier die Länge und hier die Abnahme. Deswegen heißt das, glaube ich, Schleudersturm. Aha. Nee, ich habe praktisch am Anfang 5 Maschen rechts, dann 2 zusammen, 5 rechts, 2 zusammen. Ah, und dann okay. Eben 4 Reihen drüber und dann 4 rechts, 2 zusammen, 4 rechts, 2 zusammen. Da ist mir und dann 4 Reihen drüber. Das ist ja quasi so ähnlich wie bei der, wie heißt die andere Spitze? Stern, also nicht die Bändchen. Doch, die, die Bändchen hat er nur links und rechts vom Fuß. Da strickt man ja auch immer 4 rein und dann 3 rein. Also die rein. Schon, ja genau, aber die bei der Stern, bei der Bandspitze, dann hast du praktisch nur hier. Genau. Da und da die Abnahmen. Und hier hast du es halt komplett reihum. Ja. Ja. Nicht bloß seitlich. Weil mir ist das schon passiert, wenn ich Socken habe und ich mache die Bandspitze, dass das so nach einer Zeit des Tragens dehnen sie die das an diesem Band. Dann so aus, ja, dann habe ich eine Lochreihe. Ja. Und das habe ich jetzt da nicht. Das ist halt genau ganz gleichmäßig verteilt. So muss ich hergehen, dann sieht man es in beide Kameras. Und ich habe quasi in jeder zweiten Reihe Abnahmen. Ah, das ist auch nicht schlecht. Da muss man nicht so mitzählen und sich so konzentrieren. Genau, du machst nämlich quasi die linke Masche und in der linken, also in derselben Reihe nimmst du am Ende die Maschen ab, mhm, auch links. Und die linke versetzt sich immer um eins. Aha. Und wenn die bis aufeinander trifft, mhm, dann strickst du noch einmal, also ich muss mal von vorne beginnen, also eine linke Masche nach 5 Maschen und dann die letzten 2 zusammen. Mhm. Auf jeder Nadel. Ja. Dann strickst einmal drüber. Ja. Dann versetzt du die linke Masche um eins nach links, aha, und strickst die hinter wieder zusammen. Und irgendwann trifft sich das. Treffen ja, sich genau, die. Und dann strickst noch einmal drüber und dann nimmst du in jeder Runde ab. Ah. Und dann fertig. Und dann musst du nicht mitzählen. Habe ich jetzt schon 4 Runden gestrickt oder sind es erst 3 Runden? Genau. Und ja. Das hat mir jetzt da bei dir einmal, du musst immer mitzählen und ja. Die Anleitung für eine Schleudersternspitze müsst ihr googeln. Ich habe die auch aus dem Google. Die gibt's. Genau, ja, gibt es einfach eigentlich. Ja, da gibt es einen Chart. Bestimmt einen Chart oder Videos auch dazu. Ja. Ja. Gut, meiner Challenge mit 4 Runden, jeden Tag 4 Runden Challenge, hat ja auch nur semi funktioniert. Hast manchmal nur 3 gemacht. Na, weil strick doch mal jeden Tag 4 Runden oder 4 Reihen jetzt. Wie lange kommst du denn dann in einer Woche? Dann hast du nicht einmal die Fersenwand fertig. Eben, genau, darum würde ich nämlich fragen, wie lange dauern denn die Socken dann? Ich habe das ja übernommen, die Susan, die Augauer Stricklissel, hat das ja auch mal. Mhm. Die hatte ja so viele Strickprojekte, dass sie gesagt hat, sie will an allem stricken. Stimmt, ja, genau. Sie will aber das irgendwie zeitmäßig aufteilen. Und sie hat sich damals überlegt, dass sie es Viertelstunde pro Projekt strickt. Ah, und in der Viertelstunde, bitte, was bringst du denn dazu? Ja, bringst du nichts zusammen. In der Viertelstunde habe ich bei den großen Projekten nicht einmal 2 Reihen gestrickt. Ja, genau. Dann habe ich gedacht, ich mache das anders. Ich mache dann jeden Tag 4 Runden oder 4 Reihen, je nachdem. Und dann da hast du fertig. Dann hast halt, nachdem das meistens ein Zentimeter ist, hast du halt dann in einer Woche 7 Zentimeter gestrickt. Ja, stimmt. Und dann haben wir gedacht, naja, aber an jedem Tag, an jedem Projekt arbeiten ist schwierig. Mhm, ja. Wenigstens, dass ich in einer Woche 5 Zentimeter in ein Projekt bringe. Ah, okay. So war der Plan. Ja, das habe ich dann in der ersten Woche versucht. Nein, ich habe schon versucht, bevor ich das im Video erzählt habe, habe ich gemacht, das mache ich. Schöne Stinus. Es gibt auch schöne Stinus. Da habe ich mir gedacht, ich mache das vorher schon, damit ich weiß, ob das überhaupt einen Sinn macht, das zu propagieren. Ja. Ja, vorher hat es gut funktioniert, habe mich echt gut dran gehalten und dann habe ich das ausgerufen und mir gedacht, ich mache das und zeige euch, wie es dann ist und dann hat das überhaupt nicht mehr geklappt. Oh. Dann hast du halt eine Fersenwand, da strickst halt nicht nur die 4 Runden dann am Tag oder die 4 Reihen, da strickst halt einfach mal mehr. Und dann habe ich quasi von dem, von der Anfang der Fersenwand bis dahin, habe ich dann in einer Woche gestrickt. Ah, okay. Aber das muss man jetzt auch noch erklären. Der hat ja hier nur so einen ganz einen kleinen Keil drin da herum. Normal ist das doch über die ganze Fersenwand, hat man doch den Keil drin, oder? Na. Der Spickel, oder? Was ist das? Das ist der Spickel. Bei der Käppchenferse hast du weniger Maschen zugenommen. Mhm. Bei einer Herzchenferse hast du mehr Maschen. Ach, bei der Käppchenferse
Warte mal, wir klappen mal. Das ist Käppchenfersi. Das ist eine Käppchenfersi. Genau, weil da ist da die, strickt man quasi die Linie unten gerade. Gerade. Ja. Und dann nimmst du hier immer die Maschen ab. Also die strickst du dann immer zusammen. Mhm. Und damit werden das weniger. Ah. Und dann hast du am Ende halt nur das, was das Käppchen übrig ist. Und dann musst du im Ganzen nur... Also ein winziger Spickel. Die 5 Maschen abnehmen. Ja. Mhm. Bei einer Herzchenferse strickst du, werden die Maschen an der Ferse nicht weniger. Mhm. Da strickst du quasi... Man geht ja von der Mitte so auseinander. Genau, da strickst du halt immer über alle dann. Ja, genau. Und dann bleiben dir alle Maschen, die du dann abnehmen musst, und damit wird auch der Spickel viel länger. Aha, interesting. Mhm. Ja. Again, cool. What learned. Ja, ja. Auch als alter Strickhase kann man immer noch was lernen. Ja. Genau, ich mache bloß die, ich habe die mal gemacht, die Käppchenferse. Aber ich habe dann immer das Gefühl gehabt, ich stehe mit der Ferse auf diesen 2 Nähten. Das hat man an der Ferse jetzt im Schuh ein bisschen gedrückt, weil das ja gerade vorgeht. Ja. Und bei der Herzchenferse ist hinten enger und geht dann so diagonal nach außen. Genau. Das war jetzt anatomisch für mich angenehmer, weil ich dann nicht immer auf diesen 2 Kanten stehe im Schuh drin. Aber ich brauche nicht so viel Material. Mhm, ja. Also mir passt die besser. Ah, okay, ja. Weil ich habe eigentlich einen sehr flachen Fuß, darum mache ich meistens die Bumerang, weil ich halt einen sehr schmalen Fuß habe. Ja. Keinen hohen Rist. Aber die Wolle ist schief. Zu der hast du auch noch nichts gesagt, gell? Aber jetzt sag erst noch, du wolltest noch was sagen. Jetzt schauen wir von mal. Der Risttiefe oder Höhe. Jetzt wollte ich gerade schauen, ob meine Ferse höher ist als deine. Aber im Grunde sind sie fast gleich. Die Socken, die ich zu Hause habe, ich habe es im letzten Video gezeigt. Mhm. Da hast du einen Zentimeter Unterschied gehabt von der Bumerang-Ferse. Okay. Ja. Oder für Schlöpskes Hill oder wie auch immer, zu der Käppchenferse. Mhm. Also dann ist zu empfehlen, wer jetzt einen hohen Rist hat, am besten die Herzchenferse. Ja. Ja, weil die die höchste Risthöhe erreicht. Genau. Ah, okay, interessant. Zunahmefersen gibt es ja bei Snickers nicht. Nein. Es wird nichts. Ja, also, erzähl was zu dem schönen Garn. Das ist eine Ferner vielseitige Seide. Oh ja, drum ist sie so weich. Aha. Also ich habe auch noch den Rest hier. Maschi. Aber der Farbverlauf, ist der nicht eine Wucht? Schaut euch das an. Super. Ja, also super. Im Grunde geht der ja noch ein Stück weiter, weil da ist noch ein bisschen mehr Blau dran. Mhm. Schön. Gefällt mir gut. Aber mit Snickers geht's halt nicht mehr. Lungauer Sockenwolle Seide. Ups, so. Ja. Ja, aber wir machen ja eh 2 Videos, also eigentlich meins ist Teil 1, gell? Ich bin ja mal gespannt, ob wir da beides auf beiden drauf haben. Auf Elkes Kanal gibt es dann Teil 2. Genau. Du willst ja auch noch was ankündigen, gell? Ich kündige was an. So, also da haben wir die Farbnummer 526 aus dem Jahr 2022. So viel ist noch übrig. Weil... Es ist ein 50 Gramm Knäuel. Nein, das ist ein 100 Gramm Knäuel. Ah, aber den habe ich ja in meiner Don't Ask Again Jacke mit reingestrickt. So. Ah ja. Das ist quasi die Resteverwertung. Super. Und weil wir gerade dabei sind. Ich habe letztes Mal gesagt, den Rest werde ich... weiß ich nicht, was ich damit treibe. Ich werde ihn auf keinen Fall gummeln. Mhm. Und dann hat mich eine Zuschauerin gefragt, was meinst du damit, auf keinen Fall gummeln? Tja... Gum-Gum-Methode heißt, ich stricke 2, erklärst du kannst das besser. Ich verlinke euch mein Video unten. Es gibt auf meinem Kanal das Video Gum-Gum-Socken für Dummies. Da erkläre ich halt, das ist aber eigentlich eine, von der Strumpfbina ist das Original, die Gum-Gum-Socken-Methode. Da, wenn man es mit dem Nadelspiel strickt, strickt man halt, glaube ich, 2 Nadeln und da muss man halt immer die Nadel vom Spiel wechseln. Genau, und bei meiner Methode stricke ich halt immer eine komplette Runde und habe den Farbwechsel immer an der gleichen Stelle und habe halt dann im Video erklärt, wie man es macht, dass man eben nicht die 2 Garne überkreuzen darf, sondern das sind dann 2 Spiralen, die parallel laufen, wie 2 Menschen im Treppenhaus in unterschiedlichen Etagen immer übereinander laufen. Genau, so. Und Gum-Gum ist immer eine Reihe in der einen Farbe und eine Runde in der anderen Farbe, ohne dass sich die Farben jemals überkreuzen. Genau, schaut das Video auf meinem Kanal. Gum-Gum für Dummies, 5 Minuten, alles kapiert. Ja, ich habe es eben nicht kapiert. Also, und das was?
Und deswegen stricke ich es halt wie herkömmlich immer über zwei Nadeln und dann wechselt man zur nächsten, also zur anderen Wolle und strickt dann da wieder zwei Nadeln. Ja, genau. Und das hat mir so aufgeregt, dieses ständige Gewechsele. Deswegen stricke ich keine Gum-Gum-Socken. Hast du mein Video noch nicht geschaut? Doch, habe ich. Mach's nochmal. Ich kann es dir auch zeigen. Ja. Das ist echt nicht schwer. Ja. Nee, ich wollte halt dieses ewige Fadenwechsel nicht. Ja, ja, genau. Weil ich mag das. Ja, ja. Ist mir einfach so doof. Ich stricke eh nicht so gern Socken. Von daher stricke ich halt dann Streifen mit das sind eh wunderschöne Streifen, da braucht man gar nicht. Die braucht nicht gummeln, die ist schön für sich alleine, die Färbung. Finde ich super. Ja. Ja. Ja, aber was machst du mit dem Rest? Also entweder ich schmeiße in irgendeine Decke oder. Ja, Decke ist gut. Jetzt kommt es erstmal zu den Wollresten. Genau, 60% Wolle Superwash, 20 Seide, 20 Polyferner. Danke. Bitte. Und somit habe ich die Frage auch beantwortet. Zum Material. Genau. Nein, zum Gum-Gum. Zum Gum-Gum, ja. Weil wir gerade dabei sind mit dem Restall. Gut. Pack ich dann wieder rein. Wolltest du was ankündigen? Du willst doch die Leute neugierig machen. Neugierig machen? Ui, ja. Auf, im Teil 2 gibt es was. Ich habe hier ganz viele. Man hört es rascheln. Das Daschal kenne ich. Ja, ist von dir. Ja. Wunderschönes Projekttäschchen. Da wohnt normalerweise meine Ignatia drin. Aber die habe ich jetzt raus, weil ich brauchte die Tasche. Ich hatte hier letztes Mal eine Verlosung ausgeschrieben und die ganzen Teilnehmer sind da drin. Da der wir dann. Die im letzten Video kommentiert haben, oder? Genau. Ja. Die der wir dann auf meinem Teil verlosen. Im Teil 2 auf Elkes Kanal und ich bin die Glücksfee. Genau. Ja. Ich bin auch gespannt, ob du dich selber ziehst. Anwesende. Wie hast du das immer? Anwesende ausgeschlossen oder ja, aber so? Du hast kommentiert. Ich habe kommentiert. Mit rein. Ja. Also das ist einfach nur gerecht. Und wenn du dich selber ziehst, dann gewinne ich was und ich weiß noch nicht einmal was. Ein Gutschein, cool. Gutschein. In deinem Shop? Aus meinem Shop. Ja. Ja. Das ist super. Habe ich so. Also unbedingt Teil 2 anschauen auf Elkes Kanal. Wenn der Gewinner wissen will, ob er gewonnen hat. Genau. Wäre super, wenn er anschaut. Ja, genau. Die Details gibt es im Teil 2. Genau. Gut. Habt ihr auch so eine Tasche? Also das ist meine, ich habe immer Sockentasche. Ach so, echt? Also da ist alles drin, was man so zum Sockenstricken braucht. Aha. Außer jetzt natürlich fertige Socken. Ja. Ein Nadelspiel in der Garage. Na toll, falsch aufgemacht. Eigentlich zwei Nadelspiele. Weil das ist ein 3,5er und ein 2,5er. Die habe ich, also mit der 3,5er schlage ich immer an. Das sind die langen, gell? Das sind 20er. 20er. Ich stricke immer nur mit 20er. Ach so? Ja. Ich mag immer die kurzen. Die pieksen mich immer da rein, die kurzen. Ach so, also mit den langen bleibe ich immer in die Ärmel stecken. Das stimmt, aber das ist mir nicht so unangenehm, als wenn ich mir ständig die Nadel hier in die Handfläche reinrenne. Ah, ich mache aber auch gerne mit der Rundnadel Socken. Das mag ich wieder gar nicht. Nee, doch. Habe ich da hinten noch. Miep, miep. Die habe ich ja abmontiert vom Wollknäuel, kann ich mal wieder anfangen. Genau. Ich mag das gern auf der Rundnadel. Na, da bin ich wenigstens nicht so begabt. Das ist immer so eine Unterbrechung, wenn du immer diesen Ding mit rausziehen musst. Ach so, na, das flutscht bei mir so irgendwie. Ich flutscht halt einfach mit 20er Nadeln. Ja, mal jeder, wie das mag, gell? Also ich immer mit 3,5er an. Aha. Die erste Runde mit 3,5er. Ah, okay. Damit es nicht zu eng wird, die Anschlagskante. Genau, und dann geht's rund, Stino. Und so weiter. Mit 2,5er. 2,5er, ja. Aber vierfach Wolle, gell? Ja, ja, genau. Mach ja mit 2,5er. Und dann haben wir. Haha! Die gab es irgendwo mal auf Facebook. Fragt mich nicht wo. Ich habe die auch. Ich habe die in Regen auf dem Eis umdreht. Da gab es auch einen Stand, der so quietsche. Ja, die hatte aber nur. Also die hatte kleine. Und ich dachte eigentlich, das sind auch kleine. Du warst überrascht, was da kommt, oder? Ich habe die ja selber nicht bestellt und dann. Riesendick. Und da sind die Dreiernadeln drin. Ah ja. In dem Für Fall, in dem Fall vier Prüm und eine Holz.
Ich habe die Geschenke gekriegt, die Bitte Prinz. Schön. Ja. Da waren es noch 5. Ach so, hast du eine verloren? Mhm. Ich habe damit gestrickt, die Katzen haben es mir verjagt. Da war der Hund gerade in Urlaub. Und der Hund kam, also ich habe das tagelang gesucht, diese eine Stricknadel, tagelang. Da habe ich, gibt es da nicht, die muss irgendwo sein. Ja. Der Hund war im Urlaub und kam nach Hause. Hat da keine 5 Minuten gebraucht, war sie zerlegt. Oh, der hast du gefunden, oder? Ja. Vielleicht was unter der Couch. Und du hast immer in einer Projekttasche immer alles für Socken parat. Das ist eigentlich eine gute Idee, weil ich muss immer auf die Suche gehen. Ja. Wo sind meine Nadeln? Schau, ich hätte die auch im Kleinen. Ah, sie. Ein Froschall. Aber das ist halt für 15 Nadeln, da muss ich erst ein anderes Gummiband drin machen. Ja, da ist alles drin. Da hätten wir auch Wollreste. Ja, der ist ein bisschen straff, der Gummi. Mhm. Und für... Warte, geh raus. Für den professorischen Anschlag. Profi, gell? Haben wir alles dabei. Alles dabei, die Häkelnadel, die Häkelnadel ist dann super. In den, wie habe ich dazu gesagt, Überlebensdaschall. Da könnte ich mir mal bemühen, dass ich auch so ein Sockenprojekt immer am Start habe, gell? Also, jetzt sind sie halt fertig, aber... Super, sonst gute Idee. Mhm. Ist da halt alles drin, was ich brauche. Ja, eben, man ist auch schnell mal hingegriffen und sagt, genau. Schnapp und nimm es mit. Ja. Und ich muss immer suchen anfangen. Und ich stricke nur ein paar gleichzeitig. Also ach so. Mhm. Ganz, ganz selten, dass ich mal 2 Paar Socken auf einer, ja. Also auf einmal stricke. Deswegen. Gute Idee, muss ich übernehmen. Again, what learned, was ich halt von dir lehre. Ja, oder ich von dir. Ja. Das ist ja richtig... Unterricht hier. Geil. Ja, du bist dran. Ich, muss ich bin dran. Habe ich was Fertiges? Ja, also den da. Ach so, genau, apropos. Den Half and Half, den habe ich euch ja schon gezeigt, aber ich konnte ihn ja nicht so richtig ausbreiten, weil ja meine Schulter verletzt ist da seit Mai. Es ist inzwischen viel besser geworden. Vielen, vielen Dank für alle eure lieben Besserungswünsche. Das hat echt schon super geholfen. Es ist immer nur ein bisschen instabil und unbedachte Bewegungen tun immer noch weh, aber es ist schon viel besser und ich habe nur einen Termin beim Experten, weil ich wissen möchte, wenn nichts verletzt ist, warum das 3 Monate lang wehtut. Also irgendwas ist kaputt, aber man findet es halt noch nicht. Schau und jetzt zeigen wir einfach mal diesen großen. Schau mal, wie gut das da zu mir passt. Ja, du brauchst ihn gar nicht überzeugen, das ist meiner. Aber jetzt haben wir hier viel Platz und jetzt gehen wir einfach mal zurück und zeigen den in groß. Machen wir mal schnell auf. Ja, genau. So. So. Welche Seiten hätten Sie denn gern? Die orange? Schau, das ist doch... Hm? Ja, wunderschön. Der ist wirklich groß. Mehr als groß. Sommer Half and Half. Den kriegen wir gar nicht ganz aufs... Nicht mal im Stehen. Genau. Was hast du? Spannweite 1,70 hast du gesagt? Ich habe so... Ja, Armspannweite ist so groß wie die Körpergröße. Also Armspannweite, ich sag's euch, ich krieg das nicht einmal drauf auf meine Armspannweite. Ja. Nein, der ist super, super, super. Ein tolles Tuch und echt riesengroß, gell? Ja. Ganz toll. Und auch der Farbverlauf, das ist gar nichts von der Elke. Das war 1000 Meter Calcedon, vierfädig. Ja. Genau, und 1000 Meter Silbermine. Jetzt bleibe ich gleich mal stehen, weil dann seht ihr mal das ganze Stück. Ja. Genau, du kannst gleich den Pullover zeigen. Ja, super Ski. Auch ein Bobbel von der Elke. Ja. Genau. Das war der Dingli-Dell, den haben wir ja schon mal gezeigt. Ja, stimmt. Genau, das war der Sasu-Karl von der Sabina und der Susanne. Ja. Die 2 Schweizer Mädels. Aber wir haben den noch nicht angezogen gesehen. Ah, den erklären wir gleich in alle Einzelheiten, gell? Ja, den haben wir schon erklärt. Haben wir schon erklärt. Da schaut ihr mal ein anderes Video. Ja, genau. Ja. Genau, jetzt habt ihr ihn gesehen in voller Größe. Die Details sind auch in der letzten Folge und in meinem Ravelry-Projekt. Da habe ich auch ganz genau erklärt, wie man diese schöne Mittellinie zusammenbringt, die dann so ein bisschen lässig ausschaut. Genau, aber das wollen wir jetzt nicht nur mehr alles... Ja, sehr schön. Genau, alles erklären. Ein super Sommertuch. Ja, gestern Abend beim Griechen ausgeführt, gell? Ja. Ja. Du hast das schön gehabt, ich habe gefroren. Du hast gefroren. Nein, ich habe nicht gefroren, es war ja warm genug, aber... Ja, wenn es noch ein bisschen später geworden wäre, dann hätten wir uns zu zweit eingekuschelt. Ja, er war umgerutscht. Ja, genau. Genau, also die Details
verlinke ich euch unten im Ravelry-Projekt, dann könnt ihr nachstricken und das Garn bei der Elke bestellen, im Online-Shop. Und wenn der Online-Shop nicht geht, dann über Insta Elke anschreiben. Ja, aber der du machst auch Wunschfärbungen oder Wunschwicklungen auch? Der würde hoffentlich gehen. Ja, ja, aber wenn, der, wenn alle zugreifen und er crasht. Ja, der geht natürlich. Ich mache Wunschwicklungen, ich mache... Kannst du mir noch bitte 5 Meter von dem letzten, von der letzten Farbe nachwickeln? Stimmt, wenn es, jemand... Es reicht ja. Nicht zum Abketten. Oder ja, genau. Ich möchte noch gern 2 Zentimeter dran stricken, dann kann ich auch noch ein bisschen was nachwickeln. Oder wenn man jetzt einen Pullover machen möchte und man sagt, ja, wenn ich jetzt einen Pullover von oben runter stricke und möchte aber beide Ärmel gleich, dann kann man sich ja nur kleine Knäuelchen wickeln lassen für die Ärmel. Ja. Ja, also alles nach Wunsch bei der Elke, Dauerwerbesendung... Müssen wir immer nur dazu sagen. Ich habe das immer vorne dran stehen. Ja, ich schreibe es auch, aber ich sage es einmal. Aber jetzt Sprüche sparen wir. Ja, genau. Das ist im Vorspann. Ja, achso, habe ich auch nicht. Egal, könnt ihr auch googeln, Dauerwerbesendung. Genau. Also wir mal Dauerwerbesendung, was dabei rauskommt. Ah, ich habe noch was fertig. Ja. Und zwar das hier. Den habe ich auch letztes Mal gezeigt. Das war der Feather and Fan Häkel Schal für meine Mama. Zum Geburtstag, den habe ich aber schon überreicht und das ist nur der Rest vom Knäuel. Das war ein Woolly Hugs Bobble gekauft im Verzopft. Und der macht immer so, der hat so Farbabschnitte. Da sieht man es eigentlich, ne? Rot und dann schwarz und dann wieder rosé und wieder schwarz. Genau, und dann ein bisschen mehr weiß. Der ist aber verzwirnt, oder? Der ist verzwirnt, ja, genau. Der ist etwas verzwirnt. Zeigen wir es mal in beide Kameras. So, dale. Jetzt. Und das Foto vom Schal blende ich euch ein. Ja, so, also hier wahrscheinlich. Irgendwo da. Irgendwo da. Genau, der ist fertig. Ist aber schon abgegeben. Darum kann ich ihn euch nicht mehr zeigen. Ist ein reines Baumwollgarn, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau. Aber jedenfalls ein Sommergarn. Ja, ich denke mal, auf Ravelry werdet ihr die genauen Informationen dazu finden. Ganz bestimmt. Genau. Sonst habe ich nichts Fertiges dabei. Nichts Fertiges. Nix, hast du noch was? Ich habe nichts Fertiges, nein. Ah, dann. Was machen wir denn da? Ja, mach. Genau, meine Freundin Birger hat mich infiziert mit einem zweiten Kolding. Oh. In einer super schönen Farbe. Und das Garn ist, muss man es da mal rausfutzeln, Alpaka Socks. Ah, die kenne ich. Von Lang. Vierfädig. Also, wenn ich ehrlich bin, kratzelt es mir ja schon ein bisschen. Ich bin ja echt empfindlich. Also, ich aber kann sie nicht tragen, die Alpaka-Socks. Ja, aber der von der Birg, er langt sie an der Hand wunderbar an und der flutscht so schön durch eine geschlossene Hand durch, weil der, den ich habe, der Kolding, der ist ein bisschen voluminöser und schwerer. Und der von der Birg, der hat mir halt immer so gefallen, weil der so schmal ist. Ich wollte auch einen, egal ob er kratzt oder nicht. Ich habe mir gedacht, ich will den jetzt in Orange. Und als in der Sektion 5 nimmt man ja eine Kontrastfarbe und da habe ich mir ein schönes Dunkelrot noch gekauft. Aber das seht ihr dann irgendwann, wenn es soweit ist. Das habe ich jetzt nicht dabei. Genau, halt, das kann ich eigentlich mal ausbreiten hier. Ja, du hast da Rettungslinie drin. Ja, ja, genau. Also unten ganz normal nach Anleitung angefangen. Allerdings habe ich... Also Maschenzahl nach Anleitung. Ich mache aber nicht diesen Rand am Rand, nicht den Rand am Rand, sondern ein I-Cord mit 3 Maschen. Und im Colding ist ja dieser Lochrand, aber den sieht man nicht. Richtiger I-Cord? Das ist ein richtiger I-Cord, ja. Ja, kein Fake I-Cord. Genau. Und ich habe hier, das bis hierher ist Teil 1. Wo kommt der Faden hin? Schwupp. Genau, Teil 1 geht bis daher und ich habe dann hier noch ungefähr 10 cm Höhe glatt rechts eingebaut, weil ich ihn länger haben wollte. Und dann beginnt halt die Sektion, wo man am Rand immer eins rechts, eins links strickt und hier den Umschlag. Das macht man so lange, bis sich die ganze Sektion in der Mitte trifft. Da habe ich dann eine Rettungsleine eingezogen, weil hier beginnt dann in der Mitte der Patentteil. Mal die Hand dahinter halten. Genau, hier ist eins rechts, eins links und in der Mitte ist Patent. Und das kann ich noch nicht, wenn mir im Patent eine Masche runtersaust, dann ist einfach alles verloren. Und dann habe ich gedacht, dann ziehe ich hier eine Rettungsleine ein, dann kann ich es zur Not aufrippeln bis daher. Ja, das wäre aber blöd. Ja.
Aber was ich weiß, aber ich muss mir das mal aneignen. Ich muss mal ein Video selber machen, mir das aneignen, wie man eine Patentmasche wieder rettet. Also ich habe einige Videos schon geschaut, aber die waren alle so schlau und haben dann die Maschen, wenn die Masche fällt, die Fäden gleich so liegen lassen, wie sie halt noch schön liegen. Aber wenn das dann verwurschtelt ist, dann findest du nimmer, welcher Faden zu welcher Masche gehört. Also die Methoden, die ich jetzt auf YouTube gesehen habe, die sind für die Katz, weil da kann ich es auch, wenn die Fäden dann nur so bündelweise liegen, aber wenn sie das entbündeln, kapierst du nichts mehr. Ja, vor allem kann es dir ja auch passieren, dass du das zu spät merkst. Ja, ja, eben. Aus der Tasche ziehst und dann ist die Masche schon da unten. Da möchte ich mich jetzt mal damit beschäftigen und dann selber ein Video machen, weil dann weiß ich, wie ich das Video wiederfinde auf meinem Kanal. Ich habe ja ein Goldring geschenkt bekommen. Nicht dabei, oh, schön. Aus Baumwolle. Cool. Mhm. Mit Glitzer. In grün. Und das, ach nee. Und ich habe das. Und der kratzt nicht, das Glitzer kratzt nicht? Nein. Nicht? Cool. Das ist Stevia, heißt das Stevia? Stevia ist, glaube ich, Zucker, oder? Ja, so ein Ersatzzucker. So eine Pflanze. Stellina heißt es. Stellina, ah, Stellina. Ja, ja, das Garn, Stellina kenne ich ja. Das kratzt halt nicht. Cool. Deswegen ist das ganz okay. Mhm. Was ich halt bei meinem dann festgestellt habe, weil das ist ja die rechte Seite. Ja. Und man sieht das Muster halt so schlecht. Ja. Dachte ich mir, warum nimmst du es nicht links? Mhm. Weil, schaut mal. Ja, ist viel betonter. Da kommt das so schön raus. Ja, das stimmt. Es ist echt schade, dass das so untergeht. Ja, das stimmt. Mhm. Wenn, dann müsste man es halt so... Sollte ich den jemals stricken, werde ich den ersten Teil einfach umdrehen, dass ich... Ja. Also quasi das Mittelstück, was hier so nicht sichtbar ist, einfach verkehrt rumstricken. Gute Idee. Ja, dass man es betont da hat. Weil das schaut, also mir gefällt das total gut, dass man das da so schön sieht. Ja. Und dann das Lochmuster da oben als Krönung noch dran ist. Ja, genau. Ja, das ist eine gute Idee. Weil es einfach viel betonter kommt. Ja. Ja. Und für dich zu spät, gell, aber. Macht nichts. Ich wollte einfach einen kratzigen. Holding. Na, kratzig. Richtig kratzen tut er mir ja nicht, weil sonst würde ich es auch nicht stricken. Aber ich kann das Alpaka nicht tragen. Ich habe mir, wenn dann vielleicht auch über die Schultern oder halt so, dass er halt vorne jetzt nicht unbedingt so Halskontakt hat, sondern so ein bisschen halsfern und dann trotzdem wärmt. Aber ich wollte ihn einfach haben wegen dem Grip, weil das so schön durch eine geschlossene Hand durchgeht. Ich habe ja auch von... Ah, blöd, gell? Aber warum? Warum stricke ich was dann doch ein bisschen kratzt? Ja, mei. Aber mei, ich wollte den heute jetzt in Orange haben. Wer schön sein will, muss leiden. Genau. Kennst du doch? Ja. Ich habe aus der Wolle mal ein Kleid gestrickt. Aus der? Mhm. Mm, super. Ein Serenity, Anleitung von... Oh. Ihr schaut auf Revelry, da ist es... Verlinkt. Verlinkt. Ja. Serenity, von wem war denn die? Naja. Ich weiß nicht. Ist egal. Allerdings war das Kleid nicht für mich, sondern für meine Freundin. Und die trägt es? Die trägt es. Die trägt sogar gerne, aber halt für den Winter. Also jetzt, ja. Ich meine, das ist jetzt auch kein Sommerkolding. Und wie viel habe ich dafür gebraucht? Heute kannst du den draußen überhaupt nicht aushalten. Ich habe nicht mal viel dafür gebraucht. Das war ein ganzes Kleid. Super. Also cool. Keine 600 Gramm, glaube ich. Ich habe jetzt für den 4 Knäuel in Orange und das eine in Rot veranschlagt. Aber vom Orange wird was überbleiben. Mhm. Kann ich mir noch kratzende Pulswärme machen dann. Mhm. Oder Socken. Ja. Weil es sind ja oder Socken. Das ist ja eigentlich Socken. Kratzige Socken gehen immer. Ja. Ja. Genau. Ich weiß nicht, ob ich dir die Füße haben möchte. Ja, am Fuß geht's. Am Fuß vorne. Also alles, was im Schuh steckt, ist ja Fuß. Nicht. Der Rest ist Bein. Also am Knöchel halte ich eine kratzende Sockenwolle nicht aus. Da kriege ich Zustände. Ja. Ja, Fuß geht vorn, aber sobald es aus dem Schuh heraus ist und am Knöchel, rund um den Knöchel, so ist man früher erreiße immer die Socken von den Füßen. Ja, das geht gar nicht. Ferner ist das super, ferner Wolle. Inzwischen vertrage ich wenigstens die. Mhm. Also scheinbar hat sich das dran gewöhnt. Ah, okay. Alpaka möchte ich nicht ausprobieren. Ja, ja. Aber ich habe mir mal in der Schweiz so eine schöne Alpaka-Wolle gekauft. Mhm. So ganz angefasst. Ein ganzes Geschäft nur mit Alpaka-Wolle. Oh, schön. Mhm. Oh, meine Tochter hat sich da eine Jackenmenge mitgenommen und ich mir halt einen Strang, weil schön. Ja. Und habe mir davon ein TGW gestrickt. Mhm.
und geht nicht, kratzt. Der hängt an meiner Puppe und schaut schön aus. Ja. Ich kann den nicht enttun. Schott. Und die Jacke kann meine Tochter nicht anziehen. Mhm. Das ist schott. Ja, jetzt habe ich da... Ja, die Jacke war viel Arbeit, aber... Warst du schon mal in Oberfrauenau? Da gibt es ja auch so die Arberland-Alpakas. Nee, die haben ja auch so einen Laden. Warst du schon mal drin? Nein, weiß ich nicht. Gibt es auch Wolle. Aber ich war auch noch nicht drin. Ich habe es nur im Facebook oder irgendwo im Internet gesehen. Mhm. Arberland-Alpakas. Also wenn ihr mal Urlaub im Bayerischen Wald macht und Alpakas, da kann man auch, glaube ich, Alpaka-Wanderungen. Ja, genau. Machen. Sind mir gestern auch welche begegnet. Ja? Ja. Dann könnt ihr da mit Alpakas spazieren gehen und die schauen ja so süß. Die sind süß, ja. Oh. Die haben solche Köpfe, gell? Ja, so schöne Frisuren. Ja. So, haben wir noch was? Ja, ja, haben wir schon noch was. Sicher haben wir noch was. Aber für Teil 2 müssen wir uns auch noch was aufheben. Ich hab noch. Hast du noch genug? Ich hab noch. Ich hab hier noch für Teil 1. Pack aus. Mietzekatzentasche. Eine Mietzekatzen. Mietzekatzentasse. Mietzekatzentasche. Und was ist? Oh, was schaut denn da raus? Du hast ja ganz viel so Gummiteile. Ja, also die Seepferdchen und die. Wo gibt's denn die? Was kauft man denn da, wenn man sich sowas selber basteln will? Quietschetiere, Badetiere und schneidet den Bauch auf, oder wie? Also die haben ja das Loch im Bauch schon gehabt. Ja, da ist ja dieses Ventil. Ah, okay. Nun ja, ich habe das ja nicht gemacht, ich habe das ja gekauft. Mhm. Und wie gesagt, wir haben gedacht, das sind so wie die Frösche, so kleine. Ja, so kleine. Und nicht kommen so. Solche Kaliber. Dann kamen solche Dinger an. Ja. So. Lustig. Ein Walross. Ja, geh Wahnsinn. Und meiner Freundin, also meine Freundin, glaube ich, hat sich die Walrösser gekauft und für mich waren die Seepferdchen. Und die waren ihr Seepferdchen? Die grünen. Ach so, jetzt sag ich mal, du hast gemeint, das sind Seepferdchen. Nein, das sind Walrösser. Walrösser in Lilla. Und die wollte aber keine Walrösser. Also Walrösser schon, aber nicht. Nicht rosa, lila, blassblau. Nicht so groß. Und dann habe ich sie genommen. Die waren aber echt lustig. Ja, schön. Und auch hier wohnen hier wohnt Fußbekleidung. Oh ja. Aber lange Fußbekleidung für den Herrn. Oh ja, zeig her. Das müssen wir jetzt schön langsam vor die Kamera halten. Schaut euch mit diese Pracht an. Wahnsinn. Oben Perlrand, nein, auch nicht Perl, da auf der Rückseite ist anders. Sehr schick. Und so viel Zöpf, Wahnsinn. Und die Wade auch noch richtig ausgeformt, gell? Mhm. Ja, die Wade ist glatt rechts gestrickt. Da kommt schick. Ja dann ein Firmenlogo einer großen Münchner Brauerei drauf. Mhm. Cool. Ja, Wahnsinn. Ist das super, oder? Ich würde sagen, klasse. Das ist super. Das ist super. Wow. Ja. Hoffentlich weiß der Empfänger das zu schätzen. Hm. Das lassen wir mal dahingestellt. Okay. Quasi. Wow. Und ich habe das so gestrickt, dass ich nicht umdrehen musste. Mhm. Ich hatte ja schon mal das Ding so weit. Also, war ja schon mal. Ja. Und dann habe ich es meinem Bruder zum Anziehen gegeben. Also mein Bruder, der in München wohnt. Mhm. Und es ist war ja fast wieder vom Fuß gerutscht. Das war einfach viel zu weit. Und dann habe ich es aufgetrennt. Und dann habe ich abgemessen und nachgerechnet und habe einfach mal 20 Maschen weniger. Hui, das ist so ein Unterschied. Ja. Und am Anfang hatte ich damit Mäusezähnchen und die Wendung mit Mäusezähnchen. Und beim zweiten Mal hatte ich auf Mäusezähnchen keine Lust mehr. Es ist schon verausgabt. Und das ist einfach... Eins rechts, eins links, zwei Reihen und eine Reihe rechts. Ah, super. Und es schaut auf der rechten Seite nach nichts aus, so wie vorhin dein Colding. Ja, genau. Und wenn man es umdreht, kommt diese Struktur richtig schön raus. Kommt so richtig dieses toll. Ding raus. Schön. Und das fand ich ganz gut für Trachtenstrümpfe. Ja, sehr schön. Ja. Da kommt, also ich bin jetzt fertig mit dem Schaft und jetzt kommt... Der Fuß. Und da kommt, da muss ich halt jetzt noch überlegen. Welche Ferse? Ich werde tatsächlich eine Herzchenferse machen. Für einen Herrenfuß. Verstärkte Fersenwand. Ja. Aber ich muss die Maschen noch ausrechnen. Ja, genau.
Ich hoffe sein. Was hast du denn für ein Garn genommen? Das ist auch so unkratzig irgendwie. Also fasst sie gut an. Ja, das ist mein Zirbelwald. Ah, von dir gefärbt? Von mir roh verwendet. Ah, cool. Das ist ungefärbt. Echt? Ach so? Ja, das ist so, so das ist strukturiert. So eine perfekte Trachtenwolle. Genau. Ja, super. Gibt es bei dir im Shop? Die gibt es bei mir im Shop. und halt auch gefärbt im Shop. Ist super. Ja. Cool. Dachte ich mir, die passt perfekt. Und dann kommt da hinten dann das Blaue raufgestickt. Stickst du das dann direkt in die Socke oder stickst du es auf ein extra? Nein, das wird da raufgestickt. Da draufgestickt. Also wow. Im Maschenstich dann? Hui. Ja. Ja, das werden wir dann auch bald sehen. Bald, irgendwann sehen. Eigentlich soll es in 14 Tagen fertig sein. Für die Wiesen, oder? Na. Hast du die zweite Socke schon? Nein. Deswegen, ja. Also mit jeden Tag 4 Runden kommst du nicht weiter. Jeden Tag 4 Stunden vielleicht. Ja. Ja. Eine super Socke. Schau mal, das sieht man so schön. Ja, da sieht man einfach auch die Anatomie der Wade. Genau. Mhm. Warte mal den Faden weg. So. Ja. Ja, und da ist halt auch gekennzeichnet, wie weit ich gestrickt habe in den jeweiligen Wochen. Ah, ja. Also das war ambitioniert, die erste Woche noch. Voll motiviert. Und dann bröckelt es ein bisschen. Und dann ist es quasi immer weniger geworden. Und da war ich dann wieder motivierter, also das letzte Stück. Und hier, das ist einfach... Super. Ja, dann leg los. Ich schaffe es halt immer nicht, wenn ich so sage, ich mache das und das und das und das und das. Ja. Und dann habe ich so überhaupt keine Lust mehr. Man muss echt an einem Projekt, manchmal muss man sich zwingen, dass man an einem Projekt bleibt und das durchzieht und fertig macht. Dann, ja. Sonst werden 5 Projekte gar nicht fertig. Ja, wie machst du das? Machst du gerne viele Projekte auf einmal? Im Moment habe ich wieder sehr viele, aber mittendrin packt mich der Rappel, dass ich dann sage, so, und jetzt mache ich nur das, bis es fertig ist. Und dann ist es innerhalb von 2 Wochen, 3 Wochen oder so, je nachdem, was es ist. Manchmal, da muss ich mich aber schon an der Nase packen und sagen, jetzt gibt es nichts anderes, jetzt wird nur das Projekt gestrickt, bis fertig ist. Und dann denkt man eigentlich, warum habe ich da so lange rumtrödelt, geht ja dann doch ganz zügig, wenn man dranbleibt. Ja. Ja, sonst verzettelt man sich echt. Und ich habe ja extra für meine 4 Runden, jeden Tag 4-Runden-Challenge viele Projekte angestrickt, damit ich das ja ausprobieren kann. Ja, ja, genau. Weil was willst du denn mit 2 Strickprojekten? Da schaffe ich natürlich jeden Tag 4 Runden. Ja, ja, genau. Und ich wollte halt das testen, ja, ob das dann auch so funktioniert. Ja, genau. Halt gleich an 5 Sachen gestrickt. Oh ja, aber dann wird halt nichts fertig. Ja, deswegen haben wir ja auch nur ein paar Socken. Ja, genau. Genau. So. Ja, genau. Dann? Dann wollen wir, sollen wir das jetzt gleich erzählen oder ist das auch eine Ankündigung? Jetzt erzählen wir einen Teil und dann schauen wir, wie sich es entwickelt. Genau. Wir wollen einen Knitterlong ausrufen. Ja. Und zwar soll der einen Pullover umfassen. Und zwar habt ihr vielleicht schon gesehen, wir verlinken auch den Kanal von der Johanna. Die Johanna wohnt auch im Bayerischen Wald, ist heute halt Zugroßte, ein Ehrenbayer, weil es ursprünglicher Preis ist, aber wir haben sie herzlich aufgenommen, ja, genau, im Kreis der Weitler. Genau, ihr YouTube-Kanal heißt Josel Kreativ. Mhm. Sie macht zurzeit sehr viele Videos aus ihrem Wohnmobil, weil sie rumreist und das ist ganz toll, nimmt uns auf verschiedene Campingplätze mit, durch ganz Europa jetzt zum Teil, gell? Ja, also in Venedig war es und jetzt ist sie im Norden und dann war es am Königssee und ja, an einem anderen bayerischen See war es auch noch. Die war jetzt quasi fast gefühlt jedes Wochenende an einem anderen See. Genau. Und das ist so schön auch, weil sie uns so mitnimmt. Ja, finde ich auch. Und sie hat in ihrem letzten Video auch, sie designt ja auch selber und hat einen Shop auf Ravelry und hat ihr letztes Shirt gezeigt, das Triangolo-Shirt. Das ist ein Rundpassen-Shirt mit verschiedenen großen Dreiecken, die halt klein anfangen und immer größer werden hier in dieser Rundpasse. Und das fanden wir so schön, dieses Shirt, dass wir gesagt haben, wir zwei rufen einen Karl aus, gell, liebe Johanna, du weißt noch gar nichts davon. Genau, und wir haben gedacht, der soll heißen Hashtag Voidstricker, der Void ist ja der bayerische Wald, Voidstricker 2023. Genau. Genau, und es soll beginnen am 1. September. Man braucht für das Garn
Für den Pullover eine DK-Wollstärke. Am besten, ihr kauft euch natürlich die Anleitung in Ravelry. 4,17 Euro oder so, genau. Ja. Die Johanna macht immer ganz tolle Anleitungen. Und dann wollen wir gemeinsam mit euch dieses Shirt stricken. Das ist also in der Anleitung als Kurzarm-Shirt beschrieben. Mit DK, das steht euch frei, ob ihr das Kurzarm oder in herbstlicherem Garn dann Langarm stricken wollt. Oder manche tragen ja im Sommer auch Kurzarm und drunter ein dünnes Shirt mit längeren Ärmel oder eine Bluse. Das kann jeder machen, wie er will. Also ich bin ja dann eher dann für den Herbst die Langarm-Fraktion. Ich mache mal lange Ärmel dazu. Aber das kann man ja einfach machen. Man strickt sich Ärmel dran und fertig. Und wir wollen zum 1. September beginnen. Genau. Und wollen dann auch eine WhatsApp-Gruppe dazu eröffnen. Ja. Und wir laden euch herzlich ein, da mitzumachen. Ja, genau. Ja. Wir haben uns gedacht, wir machen mal einen Karl mit weniger bekannten Designern. Ja. Weil Isabel Krämer, was noch alles gibt, Andrea Mori, selbst Ducati, Nicolor. Es wird überall gestrickt, genau. Aber es gibt so viele Designer im Bayerischen Wald. Ja, im Bayerischen Wald und überall, die auch schöne Sachen designen und die einfach auch meiner Meinung nach zu wenig gewürdigt werden. Ja, genau. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir fangen mit der Johanna an und schauen wir mal, wen wir nächstes Jahr dann nehmen. Ja, genau. Mhm. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr Lust habt. Kommentiert einfach unten oder schreibt uns über Instagram an. Unsere Instagram-Accounts schreiben wir auch hin. Ich bin ja orientbayerin_kreativ. Da muss ich nochmal betonen, ich habe ja zwei Instagram-Accounts. Einmal orientbayerin. Das ist aber mein privater Account. Da poste ich nur mal, wenn ich irgendwie mal Kraft habe zum Laufen gehen. Also oder auch über meine Erkrankung, weil ich mich da weltweit auch vernetze mit anderen Patienten. Da kriege ich ja immer wieder mal Anfragen von Followern von YouTube. Aber die lehne ich halt dann ab, weil das ist mein privater Account, da passiert nichts Strickiges. Und dann gibt es eben orientbayerin_kreativ, der ist offen. Das ist mein öffentlicher Account auf Insta und da gibt es alles zu sehen, was halt in YouTube auch zu sehen ist, in Ravelry, meine Projekte. Also folgt mir einfach dort, das ist sowieso offen. Genau. Mhm. Ja, und da könnt ihr uns dann auch anschreiben oder hier unter dem... Ja, oder eine E-Mail. Oder eine E-Mail. Ich habe noch gar keine E-Mail-Adresse veröffentlicht. Aber ich. Aber du, genau. Mich könnt ihr dann, oder muss ich halt einmal eine E-Mail-Adresse angeben. Genau, kann ja in die Kanalinfo bei YouTube, da kann man die Adresse einfügen. Das könnt ihr eigentlich mal hinterlegen. Dann könnt ihr mich da auch anschreiben oder eben die Elke. Ja, oder ihr schaut einfach in die Projektnotizen. Ja, genau. Da habe ich meine sowieso immer drin stehen. Ah ja, genau. Ja. Ja, genau. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr ab dem 1. September mit uns der Johanna ihre Anleitung strickt. Ja, vielleicht haben wir zwischendrin nochmal ein Bild dafür. Aber wir könnten ja eins einblenden. Genau, wir blenden ein Bild ein. Jetzt. Ja. Da. Genau. Damit ihr schon mal seht, was es ist. Ja. Ich werde es kurzärmlich stricken, habe ich beschlossen. Okay. Weil ich mag immer kurze Ärmel, weil es mir auch im Winter immer zu warm ist. Ach so, ja. Na. Und dann habe ich lieber eine Jacke drüber. Ja. Die ich dann aufzu... Ja. Genau, wenn ihr jetzt schon neugierig seid, das Shirt heißt Triangolo Shirt. Ein Wort, Triangolo Shirt auf Ravelry. Genau, da findet ihr das. Also bei mir wird es da stehen. Ich nehme mal an, ihr steht es vielleicht auch da. Genau, ich schreibe es unten rein als Text und in die Infobox auch den Link. Dann könnt ihr schon mal schauen, ob euch das anspricht. Ganz bestimmt, weil es ist wunderschön. Das ist ein sehr schönes Shirt. Und das stricken wir miteinander. Ja. Genau. Ja, jetzt haben wir eine Stunde. Ja, sollen wir dann mal umswitchen auf deinen Kanal? Jetzt brechen wir mal. Dann machen wir jetzt euch neugierig, weil es gibt schon noch einiges zu sehen. Ja, ein bisschen was haben wir noch. Ein bisschen was zu sehen und noch was zu sehen und das noch und das noch. Genau, in Teil 2. Jetzt die Leute ja schwindelig. Genau. Dann, gut, dann fährt euch, switcht rüber auf der Elke ihren Kanal, da geht es gleich weiter mit Teil 2. Genau. Okay, fährt euch. Ciao. Bis gleich.